Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch ein neues Format ins Leben rufen, das da heißt Bücher, die ich nicht gemocht habe, aber sie trotzdem noch im Regal stehen habe, weil sie super hübsch sind. An dem Titel arbeiten wir noch, aber ungefähr das ist die Quintessenz dieses Videos und ich denke, jeder Bücherwurm kennt diese Problematik. Man hat so ein wunderschönes Regal und die Bücher sehen alle so toll zusammen aus. Und man hat vielleicht auch ein Rainbow Shelf und dann ist da halt gerade dieses grüne Buch, das da stehen muss, damit halt ein grünes Buch da steht. Aber eigentlich hast du es gar nicht gemocht. Ja, genau das ist das Problem. Und genau diese Bücher möchte ich euch heute vorstellen. Ich fange jetzt in diesem Video an mit den Büchern aus dem New Adult Bereich. Ich werde aber auch noch ein Video drehen mit genau diesen Büchern aus dem Fantasy Bereich. Alle anderen Genres sind einfach zu selten in meinem Regal vertreten, dass sich da ein extra Video lohnen würde. Und ganz oft gehe ich tatsächlich auch hin, wenn es jetzt irgendwie ein anderes Genre ist, das ich nicht zu New Adult oder nicht zu Fantasy einordnen kann. Dann steht das A meistens in meinem zweiten Bücherregal im Schlafzimmer oder B sortiere ich es bei meinem monatlichen Aussortieren dann auch gleich mit aus. Ja, ich würde jetzt aber sagen, wir starten direkt mit den ersten Büchern. Das sind nämlich Band 1 und 2 einer Reihe, die tatsächlich sehr hübsch sind. Also bei dem Cover, wenn ich das im Laden gesehen hätte, ich hätte es direkt gekauft. Ich habe beide als Rezensionsexemplar bekommen. Deshalb habe ich mich dann im Nachhinein nicht ganz so geärgert, als wenn ich dafür Geld ausgegeben hätte. Und es tut mir auch wirklich leid, weil ich die Autorin sehr, sehr sympathisch finde. Aber wenn ich euch gleich zeige, welches ist oder welche beiden Bücher es sind, werdet ihr wahrscheinlich auch sagen, weil leider gerade Band 2 in der Bookstagram-Bubble nicht ganz so positiv abgeschnitten hat. Ich spreche nämlich von Like Snow We Fall und Like Fire We Burn. Und es bricht mir echt das Herz, dass ich das sagen muss. Weil, schaut euch die Bücher an, die sind wunderschön. Und auch hier, die Schriften sind wunderschön gewählt, die auch irgendwie zu diesem winterlichen Setting passen. Aber ich habe die Story einfach nicht gemocht. Ich glaube, Band 1 heißt die Protagonistin Paisley, wenn ich das noch richtig weiß. Genau, Paisley. Die mochte ich absolut gar nicht. Ich konnte die nicht ausstehen. Ich konnte die echt nicht verputzen. Und in Band 2 habe ich Arya zwar gemocht, aber ihr kennt ja meine Problematik mit diesem Ja, nein. Mädchen, entscheide dich. Entweder du willst ihn oder du willst ihn nicht, aber dieses Hin und Her, Kotz, mag ich einfach nicht. Das geht mir auf den Keks und im zweiten Band hat auch der Protagonist Wyatt ein paar Aktionen gebracht, wo ich mir dachte, nein, geht einfach gar nicht. Und deshalb konnten mich die beiden Bücher leider nicht so überzeugen. Das ganze Setting außenrum, also diese Stadt, und dieses Kleinstadt-Feeling, das hat mir richtig gut gefallen. So jeder kennt jeden, Gilmore-Style-like, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, leider konnte es das aber auch nicht rausreißen. Jetzt kommt Band 3, diesen Monat kommt es noch. Ich glaube, das ist sogar eigentlich offiziell schon erschienen, aber es ist bei mir noch nicht angekommen. Ich möchte dem Buch nämlich noch eine Chance geben. Der dritte heißt dann Like Ice We Break, glaube ich. Und ich hoffe, dass sie sich die Kritik, die Bookstagram an Band 1 oder hauptsächlich an Band 2 geäußert hat, auch ein bisschen zu Herzen genommen hat. Was ich allerdings etwas schade fand. Einerseits kann ich es verstehen, andererseits finde ich es ein bisschen grenzwertig, dass die Autorin halt gesagt hat, wenn es eine nicht ganz so gute Rezension ist, möchte sie bitte nicht verlinkt werden. Wie gesagt, einerseits kann ich verstehen, wenn man seinen Feed aufmacht oder seine Markierungen aufmacht, dann möchte halt einfach
ein positives Bild haben und nicht ständig hören, dass das Kacke ist und das Kacke ist und das Kacke ist. Aber ich meine, wenn man als Autorin eine Person des öffentlichen Lebens ist, die Dinge erschafft, die den Leuten entweder gefallen oder nicht gefallen, dann muss man halt auch einfach, ja, drüber stehen, wenn es halt einfach Leute gibt, denen es nicht gefällt. Und ich meine, wir sind alle nur Menschen und wir sind alle verschieden, was auch sehr gut so ist. Und wir haben halt auch einfach verschiedene Geschmäcker. Also auch für die anderen Bücher, bitte reißt mir nicht den Kopf ab, weil ihr sagt, ja, das hat mir aber so gut gefallen, wie kannst du nur und tralala. Es ist einfach eine subjektive Meinung. Jeder wird vielleicht auch von anderen Dingen getriggert und mag dies nicht oder das nicht, was der andere dafür liebt. Und umgekehrt. Also es ist wirklich nur meine Meinung und ich versuche auch nicht, das auf die Autoren oder sonst wen zu projizieren. Es geht mir wirklich allein um die Geschichte und that's it. Kommen wir zum nächsten Buch, das ich in einem Buddy Read mit Evie, Jenny und Maren gelesen habe, soweit ich das weiß. Ich spreche nämlich von Where the Roots Grow Stronger. Und da war unsere Gruppe so ein bisschen geteilter Meinung. Die einen mochten das Buch, die anderen mochten das Buch nicht. Ich gehörte leider dazu, oder zu der Gruppe, die es nicht gemocht hat. Auch hier wieder Setting toll, eigentlich auch die Charaktere toll. Aber ein, zwei Dinge, die einfach gar nicht klar gingen, wie zum Beispiel der Streit zwischen Fiona und Connell. Da geht es ja irgendwie darum, dass sie von heute auf morgen aus ihrer Heimatstadt abhaut und Connell einfach zurücklässt, der damals ihr Partner war, ohne eine Erklärung etc. Und als dann irgendwann die Auflösung kam, warum sie ihn kommentarlos zurückgelassen hat bzw. alle Wurzeln abgebrochen hatte, dachte ich nur so, das macht so gar keinen Sinn. Und da kommt wieder dieses typische Problem, das ich in Büchern habe, wenn die Leute nicht miteinander kommunizieren. Da könnte ich das Buch nehmen und aus dem Fenster werfen. Ich weiß, das wird mir mein Herz brechen, aber in dem Moment fühle ich das. Weil ich mir denke, da dreht sich das ganze Buch um dieses, warum ist sie weggegangen? Und dann ist es eine Sache, die schlimm ist, um Gottes Willen, da müssen wir nicht drüber reden, aber die durch Kommunikation einfach hätte aus der Welt geschafft werden können. Wisst ihr, wie ich meine? Und das hat das halt, ja, für mich negativ behaftet und deshalb muss ich leider dieses Buch auch auf die Liste setzen. Hat mir gefallen, aber es sieht wunderhübsch aus. Band 2 und 3 habe ich übrigens auch gelesen, weil ich halt auch sage, ich muss den Büchern auch mal nochmal eine Chance geben. Der Schreibstil hat mir ja gefallen und das Setting hat mir gefallen. Und ich war gespannt auf Band 2, das war nämlich eine Enemies to Lovers Geschichte, und auf Band 3, weil die jüngste Schwester mir so gut gefallen hat. Und im Endeffekt habe ich die Reihe geliebt. Band 1 war halt für mich der schwächste und ja, die anderen beiden waren richtig, richtig schön. Dann kommen wir zu einer kompletten Reihe, die ja eigentlich nur noch hier steht, weil ich A, die Cover schön finde und B, in der Kiss-Crew bin und einfach mein Kiss-Regal vollständig haben möchte. Ich sammle ja die Kiss-Bücher, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ich möchte einfach jedes Kiss-Buch im Regal stehen haben. Und diese beiden von Kira Mohn sind wunderschön und auch vom, ja, von der Thematik, um was es überhaupt geht, auch genau meins. Also in Band 1 geht es ja um Selbstliebe und um ein Mädchen, das halt nicht die, ja, 90-60-90 Traummaße hat. Nennen wir es mal Traummaße, ist ja auch alles subjektiv. Und hier geht es halt viel um Tierschutz. Zwei Themen, die mich persönlich sehr ansprechen. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Topmodel. Ich habe auch mein Päckchen mit mir rumzuschleppen und ich bin halt im Tierschutz aktiv. Deshalb habe ich gesagt,
wird mir die Reihe bestimmt sehr gut gefallen. Und der Schreibstil hat mir auch gefallen und auch wieder das Setting hat mir gefallen mit Island und war einfach mal was komplett Neues und auch diese Whale-Watching-Touren, die hier beschrieben werden. Richtig, richtig cool. Aber in beiden Büchern, im ersten noch mehr als im zweiten, haben mich einige Dinge gestört, die ja das Lesen negativ beeinflusst haben und so eine Art Schatten für mich über das Buch geworfen haben. Hier war es halt einfach dieses Thema, ich verlieb mich in den Feind. Also nicht, dass jetzt unser Protagonist, wie heißt er denn? Jules, glaube ich, hieß er sogar. Jules hieß er. Dass er der Feind war, also per se nicht, aber er wurde halt so dargestellt, als wäre er das Schlimmste, was ihnen hätte passieren können. Ich habe nichts dagegen, wenn es düster und brutal ist, ne? Nicht falsch verstehen, aber ja, dieses Gefühl, dass derjenige einem ja einen schaden will und dann hast du auch immer Gefühle für den, kann ich nicht nachvollziehen und deshalb, ja. Und hier ging es mir halt leider Gottes auch so, dass Jules halt so als Urböse dargestellt werden sollte und keine Ahnung, irgendwie konnte es mich dann, oder hat mich das dann gestört. Und in Band 1 war es halt so, dass, Elin halt, wie gesagt, plus size ist und ja, sie hat halt ungefähr 2/3 des Buchs über ihre Figur gejammert. Und ihr wisst ja, wie ich zu Jammerlappen stehe. Man kann sich über was beschweren, man kann sich auch drüber auslassen und mit jemandem drüber reden, aber gefühlt hat jemand gesagt, der Himmel ist blau und Elin hat dann gedacht, der Himmel ist blau. Was könnte die Person jetzt gemeint haben, um mir ans Bein zu treten, um mir zu sagen, dass ich dick bin? Also irgendwie jeder ihrer Gedankengänge hat sich um ihre Figur gedreht und das ist für mich schon krankhaft. Ich meine, wenn ich wieder in meiner Ich-möchte-abnehmen-Phase bin, dann denke ich da auch vermehrt drüber nach. Aber wenn jemand zu mir sagt, das Wetter ist schön, dann ist einfach nur das Wetter schön. Und da muss ich mir nicht Gedanken drüber machen, hat der mich jetzt damit figurtechnisch beleidigt? Oh, der guckt so komisch. Hat der jetzt gedacht, meine Hose ist zu eng? So ging das halt das ganze Buch und das hat mich genervt. Punkt. Ja, an und für sich aber von der Thematik her eine schöne Story, wenn halt diese kleinen Schwachstellen für mich nicht wären. Kommen wir last but not least zu den letzten beiden Büchern, die auch eine Reihe sind, also es ist eine Dilogie. Und wenn mich jemand fragt, welches Buch aus deinem Regal findest du super hübsch und hat dir aber nicht gefallen, dann wäre das die Reihe, die ich als erstes nennen würde, weil die Cover eine der schönsten Cover in meinem Regal sind und genau deshalb stehen sie auch noch da. Ich spreche von Falling Fast und Flying High von Bianca Iosivoni. Und auch hier bricht es mir fast das Herz zu sagen, sie haben mir einfach nicht gefallen. Also Band 1 war noch okayisch, aber als dann die Auflösung kam, Hayley vorhat, da war ich raus. Da war ich komplett raus, weil sowas möchte ich nicht lesen und um das Thema, wie es hier ausgeht, wird hier halt, das Thema wird hier nochmal vertieft. Und das ist einfach ein Thema, ich weiß, das existiert und ich weiß, das ist furchtbar schlimm. Aber die Art und Weise, wie es hier beschrieben wurde, ging für mich einfach gar nicht klar. Und ich habe mich auch echt gezwungen, Band 2 zu lesen. Ich hatte halt immer so eine Hoffnung, dass es besser wird, dass es einfacher wird, dass das Thema schön gelöst wird, aber wurde es irgendwie nicht. Und ach ja, ich habe die Bücher tatsächlich nur noch im Regal stehen, weil sie so schön sind. Weil es glitzert. Weil ich eine kleine Elster bin. Elster-Modus an. Ihr Lieben, das waren die Bücher, die ich euch heute gerne zeigen wollte. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, welche Bücher in eurem Bücherregal stehen, die ihr nicht mögt, aber sie trotzdem nicht
aussortieren könnt, ihr es einfach nicht übers Herz bringt, sie auszusortieren, weil sie so wunderhübsch sind. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich tschüss.